Hallo Freunde, wir kennen alle das Sprichwort, solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Und das hat sich in dieser Partie, die wir uns heute anschauen wollen, mal wieder bewahrheitet. Von daher lohnt es sich manchmal auch zu kämpfen. Und ja, was in dieser Partie passiert ist, das schauen wir uns heute an. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie immer, wenn es dir gefällt, dann lass irgendeine Form von Reaktion da. Danke dir. Nun wollen wir mal als allererstes klären hier, mit woher kommt dieses Sprichwort, ja, mit der dicke Frau und singen und so weiter. Und da habe ich mal hier ein bisschen recherchiert. Ihr könnt das Video eben kurz anhalten, euch den Text durchlesen. Ja, mit der Richard Wagner Oper. Und die ging ziemlich lange. So. Und jetzt wollen wir uns aber auf die Schachpartie konzentrieren und überlegen, ja, was hat das hier mit Schach zu tun? Nun, ganz einfach. In dieser Partie zwischen Petersen und Peter-Heine Nielsen, genau, es war eine Blindpartie, muss man dabei sagen. Ja? Also, da ist der Weiße am Ende des Tages schon ein bisschen entschuldigt. Nichtsdestotrotz, Weiß steht einfach hoch überlegen und im Grunde auf Gewinn. Und doch, ja, die Party ist erst vorbei, nee, die Oper ist erst vorbei, wenn die dicke Frau nicht mehr singt. Okay, wir schauen uns mal die Partie an. Zunächst begann sie mit einem ganz normalen Eröffnung. Hier mit Springer F3 erstmal dieses Nimm zu Indisch verhindern oder ja, ausweichen. D5. Das hat noch gar keinen Namen, die Öffnung. Natürlich irgendwas mit Damengambit, aber das kann ja hier noch mit Katalanisch, mit allen möglichen Formen von Tarasch, Semitarasch, oder, hier mit C6 noch und so weiter. Das kann in allen möglichen Öffnungen noch übergehen, deswegen hat das noch keinen Namen. Nach Springer C3, dieses D schlecht C4. Ich glaube, das in Verbindung, weil es besetzt das Zentrum und mit Läufer B4 und mit C5 anschließend. Oder auch manchmal ohne Läufer B4 sofort C5. Ich glaube, sofortiges C5, dann haben wir wieder angenommenes Damen-Gambit-Strukturen. Und Läufer B4, genau, das ist die Wiener Partie. Ja, wie gesagt, ne, Namen sind Schall und Rauch. Am Ende des Tages versucht Schwarz gewinnt einen Bauern oder möchte diesen Bauern irgendwie gewinnen. Weiß bekommt dafür das schöne Zentrum als Gegenwert. Und dann geht es halt darum, ja, welche Strategie ist erfolgreicher? Und jetzt sind so die normalen Züge. Läufer G5, das wäre so der Hauptzug, der absolute Hauptzug hier in dieser Wiener Partie. Nicht zu verwechseln mit der Wiener Partie mit E4, E5, Springer C3. Ne? Wobei Wiener Partie. Ja, ich bin jetzt auch nicht sicher. Wiener Partie. Wiener Variante. Ich glaube, das ist nur eine ähnlich klingende Name. Aber wie gesagt, schon drauf. Aber hier, statt Läufer G5 hat der Weiße seinen Gegner mit einer, naja, nicht ganz so häufigen Nebenvariante überrascht. Und Läufer C4 ausgepackt. Okay. Gewinnt den Bauern einfach zurück. Aber ihr seht, durch diese Fesselung hier hängt natürlich der E4. Okay. Jetzt ist der C3 angegriffen. Und ich hoffe mal, dass keiner von euch irgendwie auf die Idee kommt, diesen Springer hier irgendwie zu decken. Ja? Mit irgendwelchen Aktionen wie Läufer D2 oder so, ja, um Gottes Willen. Ne? Dass die Figuren passiv hinstellen, macht wenig Sinn. Ne? Und dann dem Gegner auch noch die Gelegenheit geben, Figuren zu tauschen. Ja? Wir haben ja einen Bauern geopfert, da wollen wir alle Figuren auf dem Brett halten, ist doch klar. Und jetzt droht natürlich oft C3 hier und der König steht in der Mitte. Also ganz klassisch, hier erstmal mit kurzer Rochade den König in Sicherheit bringen. Das ist gut. So, und jetzt geht's los. Schwarz muss sich jetzt entscheiden, will er den Bauern annehmen und wenn ja, wie. Ja, und wir schauen mal. In der Partie folgte Läufer schlecht C3. Wir schauen uns mal kurz an, was passieren könnte bei Springer schlecht C3. Dann schlagen wir zurück. Und jetzt hat Schwarz im Grunde zwei Möglichkeiten. Die solideste ist sicherlich mit Läufer E7 den Läufer zurückziehen, ja, die Rochade vorbereiten, den Gegenschlag im Zentrum vorbereiten. Nichtsdestotrotz hat Weiß auch mit Springer E5 eine gewisse Aktivität.
Darf man ihm nicht absprechen, ja, mit Turm E1 und die Dame kann hier raus. Da geht sicherlich auch was in Form von Aktivität, Königsangriff und so weiter. Also eine sehr, sehr spannende Stellung, die sich hier anbahnt. Die zweite Möglichkeit wäre für Schwarz natürlich das Prinzipielle, wir nehmen alle Bauern an. Ne? Das ist natürlich aber ja, super riskant, zumal der König noch in der Mitte ist und weiß, nach Turm B1 ja durchaus eine sehr, sehr schnelle Entwicklung bekommt. Zum Beispiel nach der Rochade, damit D3, Tempo auf den Läufer. Ja, und schon sehen wir, die Dame steht hier auf dieser Diagonale in Verbindung mit Springer. Und jetzt geht's schon los. Ja? Jetzt muss Schwarz hier schon anfangen, irgendwie schwächende Bauernzüge zu machen, um nicht matt zu gehen. Und nach G6, Dame H3, H5, sehen wir schon, so richtig gesund ist es nicht, die Bauern hier vor dem eigenen König vorzuschieben. Aber in dem Fall hatte man eben keine andere Wahl. Ne? Und das ist eben die Kompensation, die Weiß hat, dass hier vielleicht jetzt mal irgendwann auch Opfer auf allen Formen und Farben hier auf F7, E6, G6, selbst so Züge wie G4 sind hier, liegen hier absolut immer im Raum und im Bereich des Machbaren. Ne? Der Turm kann hier schwenken. Der Läufer kann auf diese schöne Diagonale gehen und. Also natürlich immer nicht den Springer hier einstellen. Ja? Aber ihr seht, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante und gute Idee für Weiß, durch diese Aktivität das Material zu kompensieren. Wir gehen in unsere Partie zurück. Schwarz hatte sich für Läufer C3 entschieden. Okay, den müssen wir schlagen. Und jetzt schlägt er auf C3, gewinnt auch den Bauern. Greift sogar die Dame an. Die müssen wir natürlich wegziehen. Und es kommt Springer D5. Das war die Idee. Tempo auf die Dame gewinnen. Und dann nach D5 auf ein sicheres Feld zurückziehen. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt hat Weiß zwei Bauern weniger. Aber er hat natürlich so grundsätzlich vielleicht das Läuferpaar. Und, naja, den Zug der alten klassischen Meister mit Läufer A3, den König an der Rochade hindern. Und wenn der König nicht aus der Mitte rauskommt, ja, da kann man hier vielleicht mit Turm E1, Turm D1, hier sicherlich irgendwelche Öffnungen herbeiführen. Okay. Schwarz spielt Springer C6. In dem Buch, wo ich die Partie her habe, wird so ein Zug wie F6 hier na, als Möglichkeit für Schwarz angedeutet, damit der König nach F7 kann. Ja, damit er sofort aus der E-Linie raus kann, der Turm dahinter kommt und dann diese künstliche Rochade quasi. Und durch den Zug F7, F6 ist natürlich hier das Feld E5, dass der Springer da nicht reinhüpfen kann. Oder hierhin, je nachdem. Naja, also in der Partie folgte Springer C6. Wir schauen uns mal eben kurz an, weil so ist das ja mit diesen Empfehlungen. Die wurden natürlich gemacht und die Analysen wurden gemacht aus einer Zeit, wo die Engines natürlich noch nicht naja, so stark waren. Und überraschenderweise, und das, so ein Zug wie F6, König F7 sind natürlich Großmeisterideen. Von daher muss man die zumindest nachvollziehen und respektieren. Ja? Und da steckt ja eine Idee hinter. Und trotzdem sagt die Engine, nö, das geht nicht. In Weiß zentralisiert auch seine Figuren. Jetzt droht Läufer D5 zum Beispiel. Und nach König F7 folgt Springer G5. Und jetzt brennt das Brett bereits, ja, und der König ist immer noch so in Gefahr nach dem Schlagen. F4 versucht die F-Linie zu öffnen. Und dann sehen wir, warum dieser Turm genommen wurde. Ja, um auf der E-Linie, damit der Turm auf der F-Linie weiter wirken kann. Wenn Schwarz versucht, die Linie geschlossen zu halten, kommt F4, F5. Und dann sehen wir, dass alle weißen Figuren mitspielen, der E6 vom Brett fällt. Ja, der D5 quasi vom Brett fällt, der König hier super, super unsicher steht. Zugegeben, ja, so kreativ muss man als Mensch erstmal sein, ne? Aber schöne Idee, wie ich finde. Und deswegen lohnte sich das auch zu zeigen, diese Variante. In unserer Partie folgte aber Springer C6. Okay. Turm FE1 in dem Fall, auch auf der E-Linie, jetzt droht Läufer D5, Figuren gewinnen. Und Schwarz spielt Springer C nach E7, um den Punkt D5 nochmal zu stabilisieren.
Wir gucken uns nochmal eine kleine Variante an. So ein menschlicher Zug wäre auch immer Springer A5. Mit der Idee, ja, eine dieser Figuren zu tauschen. Problem ist, dass Dame A4 kommt mit Schach und dann hängt der Springer, sodass der jetzt quasi wieder zurückziehen muss. Weil C6 taktisch schon überhaupt gar nicht mehr geht. Wegen Läufer D5. Jetzt ist der hier gefesselt. Der ist gefesselt, also muss die Dame schlagen. Und dann kommt Turm E5 und dann hängt der A5. Deswegen C6 geht gar nicht. Der Springer muss zurück. Und dann kommt Dame B5. Jetzt hängt schon wieder der D5. Und hier sehen wir einfach, dass der König einfach nicht aus der Mitte rauskommt. Weiß, ganz einfache Züge wie Turm A, D1 sind Verbindungen D4, D5, die Mitte und die Stellung öffnen. Und vielleicht sogar erst D5. Das geht so schnell, ja, das ist gefährlich für Schwarz. Und deswegen hatte Schwarz hier Springer C nach E7 gespielt. Okay. Und ja, jetzt muss man natürlich gucken. Wenn Schwarz jetzt zur Rochade kommt, ist ja erstmal alles in Butter. Dann haben wir zwei Bauern weniger als Weißer. Und hier muss man natürlich konkret jetzt wieder irgendwas finden und eine Idee haben. Und die hatte Weiß. Und eine sehr, sehr starke Idee. Mal schauen, ob ihr die Idee auch habt. 3, 2, 1. Er schlägt nämlich auf E7. Und sagt, ja, ich gebe diesen schönen Läufer ab. Und damit alleine tut man sich ja schon oftmals schwer. Ne? Klar, auf E7 kann Schwarz nicht schlagen, weder mit dem König noch mit der Dame, ja, weil dann einfach Läufer D5 kommt. Also muss der Springer zurückziehen. Aber jetzt ist dieser Springer von dem Blockadefeld weg. Und Weiß sagt sich jetzt oder nie, Mitte öffnen. D4, D5. Und puh, was tun, sprach Zeus. In der Partie folgte eh mal die, und das war tatsächlich noch mit der beste Zug, obwohl es natürlich super, super gefährlich aussieht. Ne? Wir schauen uns wieder eine Variante an, was passiert, wenn der Schwarze hier rochiert. Nun, zunächst einmal schlagen wir auf E6. Und dieser Läufer hier, diese Diagonale ist natürlich stark. Vor allem kriegen wir Turm A, D1 mit Tempo. Die Dame hat hier wirklich wenig bis keine Felder quasi. Und Schwarz sollte versuchen, irgendwie den Laden geschlossen zu halten mit F6. Schlägt er hier, nur als Beispiel. Jetzt haben wir verschiedenste Optionen. Vom AD1 noch ein Tempo mitnehmen. Wir können einfach auf E7 die Figur mitnehmen. Wir können Springer G5 Ideen hier auf F7 drohen. Hier kann man sich im Grunde schon fast aussuchen, wie man gewinnen möchte. Und deswegen ist vielleicht die Stellung geschlossen halten mit F7, F6 ein bisschen hoffnungsvoller für Schwarz. Aber nach Turm AD1 hat die Dame nur noch ein Feld. Ja, und jetzt gucken wir mal. Dieser Bauer hier ist natürlich so ein Sargnagel. Ja, der Läufer kommt nicht mehr zur Entwicklung und damit auch der Turm nicht raus. Und alle weißen Figuren spielen mit. Nicht nur das. Turm D7 ist auch noch unfassbar stark. Wir drohen jetzt hier weitere Bauern zu gewinnen. Ja? Und den kann man natürlich auch nicht so wirklich schlagen, wegen Abzugsschach hier und so. Ne? Eieiei, hier ist aber schon Holland in Not, würde ich mal sagen. Und genau deswegen, das hat Schwarz sehr gut erkannt, schlägt er hier auf D5. Okay. Weiß schlägt zurück. Und jetzt muss Schwarz rochieren. Klar. Und jetzt denken wir, oh, okay, Schwarz hat immer noch zwei Bauern mehr. Und der hat rochiert. Ist denn jetzt hier überhaupt noch was drin für Weiß? Antwort ist ja. Er kann hier nämlich auf F7 schlagen und den nächsten Bauern gewinnen. Und weitere Linien öffnen. Und ja, Schwarz hat nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Er muss den hier schlagen. Wir schauen mal eben ganz kurz. Ich würde der König einfach nur zur Seite ziehen. Kommt Turm AD1 und wir sehen, jetzt hat die Dame hier nicht mal mehr das Feld E8, ne? Und auf Läufer D7, Springer E5. Das will man mit Schwarz auch nicht unbedingt spielen, ja? Schon mindestens eine Figur weg, wenn nicht sogar mehr. Ja, das endet im Übel. Und deswegen muss Schwarz hier quasi schlagen. Okay.
Weiß macht weiter Druck. Alle Figuren zur Party einladen. Turm AD1. Sehr gut. Dame F8. Und Springer G5. Greift den gefesselten Turm hier an. Jetzt haben wir schon mal die erste Drohung für Weiß. Schwarz spielt Läufer G4. Und wir sehen, dadurch wird die Grundreihe freigemacht. Wir machen mal eben eine kleine Variante, ja, zum Demonstrieren. Wenn er jetzt hier mit H6 spielen würde, könnten wir auf F7 nehmen. Ja, und dann ist die Grundreihe einfach noch nicht gedeckt bei Schwarz. Turm D8 würde schlicht und ergreifend die Dame gewinnen. So, deswegen spielt Schwarz Läufer G4, um die Grundreihe freizumachen. Wir holen uns das Tempo zurück auf den Läufer. Der Läufer geht zurück. Und hier, die Stellung ist einfach komplett gewonnen für Weiß. Komplett. Und hier könnt ihr ja mal schauen, ob ihr seht, wie die gewonnen ist, wie am einfachsten gewonnen ist. Und wenn ihr den Zug Springer E6 gefunden habt und gesehen habt, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg, denn die Dame muss jetzt irgendwie wegziehen. Ja, aber wo soll sie hinziehen? Wenn sie hier nach E8 geht, kommt ja hier schon direkt die nächste Gabel. Ja? Und jetzt kann ich nicht mal mehr den A8-Turm zurückschlagen, weil dann auch noch der E7 hängt, in dieser Fesselung hier. Und ja, wenn die Dame irgendwo anders hingeht, wo soll sie hingehen? Nach C8? Naja, dann folgt halt Turm D8. Ne? Mit Schach, Dame weg. Und zu allem Überfluss kann ich den Springer auf D8 wieder nicht schlagen, wegen Turm E7 und durch dieses F3 bin ich auch nicht mehr Grundreihen gefährdet. Eieieiei. Also, Weiß steht komplett auf Gewinn hier mit Springer E6. Aber wir denken dran, ist eine Blindpartie, da kann immer mal was passieren. Und der Zug, den der Weiße hier gespielt hat, der sieht ja auch sehr, sehr natürlich aus. Aber mit dem, ja, also wie gesagt, hier ist plus 4, ja, von der Bewertung her, also völlig gewonnen. Weiß spielt Turm D7, der sieht super natürlich aus. Wir spielen den Turm auf die siebte Reihe. Das soll doch gut sein. Wir greifen den E7 an. So schlecht kann das auch nicht sein. Und trotzdem, dieser Zug verdirbt erstmal den ganzen Vorteil. Wir sind jetzt wieder ungefähr bei 0, so ungefähr. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, warum, wieso, weshalb? Nun, der Springer kann einfach wegziehen. Weil, er war angegriffen, er zieht einfach weg. Das hat er auch gemacht in der Partie. Und Weiß hatte sich jetzt eben wahrscheinlich darauf verlassen, dass er sagt, der Turm ist gefesselt. Ich kann jetzt hier auf C7 den nächsten Bauern nehmen und dann hier auf B7 den nächsten und ich nehme mir alle Bauern weg, ja, und irgendwann kann ich ja die Qualle immer noch schlagen, gar kein Problem. Das war der Gedanke von Weiß. Aber ihr seht, Turm C7 nicht so gut. Das Schlagen hier auf F7 wäre noch die Chance gewesen im Sinne von Ausgleich. Dame C5 deckt halt den C6 und jetzt kann der Turm wegziehen. Und dann, wir sehen dadurch, dass die weiße Grundreihe jetzt so schwach ist, wenn der Turm getauscht würde, ja, dass Schwarz hier Drohungen hat und damit Zeit gewinnt, selber vielleicht auch Luftloch machen. Am Ende des Tages haben wir zwei Leichtfiguren gegen einen Turm. Und das ist einfach eine sehr, sehr unklare, spannende Stellung mit ausgeglichenen Chancen. Wir schauen wieder in die Partie, denn nach Turm C7 ist die Partie verloren. Und wieder auch hier, ja, nochmal dran erinnert, ist eine Blindpartie. Von daher, das kann absolut mal passieren. Und uns passiert das ja auch schon, wenn wir hingucken. Ne? Warum ist der nämlich so schlecht? Ja, er hat folgenden Zug übersehen. Dame C5 ist mit Schach. Und nicht nur, dass es Schach ist, das hat der Weiße wahrscheinlich gesehen. Der Springer auf G5 ist einfach weg. Autsch. Ja, schade. Und Dame B7 wurde noch versucht. Und nach dem Turmtausch konnte die Dame zurückziehen. Und jetzt kann ich nicht mal mit dem Turm hier nach E8 gehen, um vielleicht noch die Dame zu gewinnen. Weil der Läufer das einfach abdeckt. Ja, und jetzt war die Partie
wirklich vorbei, aber aus weißer Sicht falsch, mit dem falschen Ergebnis. Ne? Und dann sehen wir wieder, die Oper ist erst vorbei, wenn die dicke Frau nicht mehr singt. Man muss einfach konkret und konsequent bis zum Ende alles immer sehen und rechnen. Ja? Und deswegen nicht zu früh aufgeben. Natürlich, wenn wir im Endspiel sind und wir haben zwei Türme weniger, dann geben wir auch bitte auf. Ja? Aber wenn hier einfach noch so viel Material auf dem Brett ist, dann darf man ruhig kämpfen. Das ist klar. Und dann ja, ist die Partie eben erst zu Ende, wenn in unserem Fall die Oper zu Ende ist, ja, oder wenn das Partieformular unterschrieben ist. So, Freunde, noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.